Während die Mengenjubel ausbricht, neigt sich die Pilgerreise dem Ende zu. Traveler, Paimon, there you are! I wanted to thank you for supporting Kachina back there. She really has grown into a formidable competitor. She deserved that win. Not that it feels good to lose, but I'm happy for her. Oh, it's definitely bittersweet, though. Hey, wanna go for a walk? Kachina and the others will be busy fighting the Abyss, so why don't I show you around Natland for a while? Sure! What do you say, Traveler? Na ja, eigentlich haben wir noch zu erledigen. Something on your mind? Naja, sie kämpft zum ersten Mal im Krieg der Nachtwächter, oder? Listen, I'd be lying if I said I wasn't worried. But she's got experienced, powerful companions to take the lead. I'm sure they'll be fine. Glory always comes with a risk. If victory was assured, no one would take pride in it. She's not one to fall so easily. She bears the ancient name Uthabiti, after all. We just need to hold the fort while they're gone. Come to think of it, you've never visited my tribe, have you? Come on, I'll take you. The people of the Springs live alongside the Kaholosaurus. Our tribe is an ideal spot for some R&R. I'll take you to all the best spots. You'll love it. Looks like you beat me to it. Kinich? Moin. I was planning on inviting you to visit the Scions of the Canopy. Most of the adventurers that belong to the guild come from my tribe, so I figured you might be interested. Hey, first come, first served. You snooze, you lose, Kinich. Ich denke mal, das müsste jetzt Augenblick sein, wo wir die Stammeschroniken beginnen. Ah, also kann ich mir jetzt vorstellen, zuerst müssen wir die beiden Stammeschroniken, der Quellen und dann der sagte Baumkrone absolvieren. Und dann geht's erst weiter in Akt 2. Wäre auch nicht schlecht. Yeah, yeah, you were first. Still, Traveler, Paimon, feel free to stop by if you ever have time. You're always welcome. Das werden wir machen. Yeah, thanks for inviting us. All right, let's pack up and head out. Gut. Machen wir uns auf den Weg zu den Quellen. Es soll ja generell auch in Natlan heiße Quellen geben. Hm? Das wurde uns ja, glaube ich, in diesem einen Mini-Event ja erzählt. Eigentlich wurde uns auch noch eine bestimmte Geschichte erzählt. Die irgendwas mit einer Sonne und irgendeine Natlaner zu tun hatte, der lange Zeit keinen Sauriergefährten oder irgendwie so gekriegt hat. Aber so genau weiß ich jetzt nicht mehr die Geschichte. So, Stammansehen in Natlan freigeschaltet. Besuche die verschiedenen Stämme in Natlan. Ja. Heimat der heißen Quellen. Geh zu den Menschen der Quellen. Und auf glühend heiße Abenteuer. Sprich mit Catherine? Nein? What are your plans, Kinich? I've got to deliver some ceremonial artifacts back to my tribe. I didn't place too well in this pilgrimage, so now that it's over, it's time to get home and get back to work. You didn't get enough points? Yeah, I got injured during the team round and wound up losing two key matches during individual competition. Both against opponents I'd faced many times in the past. We've each had our fair share of wins and losses. It happens. Locking me away earlier. Get used to the taste of karma. May those injuries be the first of many. Hey! What are you doing? Ich frage mich eigentlich wirklich, was es mit diesem Pixel-Dinosaurier eigentlich auf sich hat. Und abgesehen davon. Zu den Quellen. Oh, verdammt nochmal, ist ja noch ein ziemlich weiter Weg. Und was ist das hier? Obsidian, Totempfahl, Nachkommen der Baumkrone.
Ich habe irgendwie so das ungute Gefühl, die Wege könnten jetzt ein klitzekleines bisschen länger sein, als ich es mir vorgestellt hätte. Aber gut, wir müssen also von dem einen Teleporter dann gleich zum nächsten Teleporter hin. Dann sagt zur nächsten Statue der 7, also zur vorletzten Statue der 7. Und hier drüben ist dann, sagt ja, die Menschen der Quelle. Warte mal, was ist das hier drüben? Gedeih der Elemente. Und der Heiligtum der Regenbogengeister. Noch nicht angenommen, was ist denn das hier drüben? Verschiedene Arten der Stammeskrone gibt es da also jetzt. Wobei. Das ist die Stammeschronik, die wir jetzt auf jeden Fall machen wollen. Okay, machen wir uns auch mal. Hey, hey, gegen euch wollte ich jetzt nicht kämpfen. Ihr seid nette Dinos. Ich bereue das jetzt schon. Ich bereue das jetzt schon. Hallo Leute, ich bin einer von euch. Ja, wie geht's? Ich bin einer von euch. Ja, ich bin ein Saurier. Ihr könnt mir vertrauen. Ey, nicht anfauchen. Ich bin nett. Ich bin grün. Ich habe jetzt allerdings ein kleines Problem. Vielleicht jetzt. Er kann gut klettern. Das scheint hier auf jeden Fall die Baumkrone zu sein. Es war eigentlich auch ganz schön, dass wir jetzt mal wieder als Dino unterwegs sind. Nur ich habe jetzt hier gleich wieder das gleiche Problem wie auch schon zuvor. Hallo, wie geht's? Here comes another. Zeit über hätte ich Dreieck drücken müssen, aber das stand ja nun wirklich auch nirgendwo dabei. Das Ganze verhält sich hier also genauso wie mit dem Wellenreiter zum Beispiel. Ach Mensch, Kinders, da kommt man sich gleich wieder mal dämlich vor. Naja, die Dinofizierung geht immer klar.
Dumm-diddle-dei, wir sind ja jetzt wieder mit dabei. Haben wir allerdings jetzt noch weitere Holzpfeile des Wächters übersehen? Ja. Mora für den Eintritt. Etwas billiger, bitte. Der Preis wird zum Verein für Saurier-Relikte festgelegt und kann nicht verhandelt werden. Soweit ich weiß, ist dies schon die billigste Ausgrabungsstätte, die sie als eine der ersten eröffnet wurde und schon seit langem erschlossen ist. Aber es gibt immer wieder Träumer wie euch, die ihr Glück versuchen wollen. Denn vielleicht hatte doch keiner der Tausenden von Menschen, die vor euch gekommen sind, ein gutes Auge verschätzt und hat ein unbezahlbares Relikt übersehen, das einfach nur gewöhnlich aussieht. 300 Mora sind ein günstiger Preis für einen großen Traum. Also glaubst du auch, dass du der einzige Glückspilz bist? Brüll, brüll, brüll! Vielleicht habe ich heute einfach Glück. Topaz, willst du auch dein Glück versuchen? Brüll! Er sieht sehr interessiert aus. Hey, nur 300 Mora, das kann Paimon bezahlen. Drei Hoffnungen für nur 300 Mora. Das wäre ein Schnäppchen. Dann wünsche ich euch allen viel Glück. Wer sucht dein Glück in der Ausgrabungsstätte? Wie soll das denn jetzt hier gemeint? Dürfen wir runterspringen? Tja, eine Ausgrabungsstätte. Finden wir hier was für Topaz? Warte mal, irgendwas war doch, oder? Ach, wir haben echt nichts gefunden. Okay, dann mal weiter. Wir haben auf jeden Fall Karotten und Weißkohl gefunden. Okay, wir müssen da auf jeden Fall durch. Monetu. Man sagt, dass die entsetzten Geister aus uralten Graffitis entstanden sind. Du kannst Phlogiston benutzen, um sie aus ihrem Schlummer zu erwecken. Wenn du ihm folgst und ihnen hilfst, den Ort zu finden, den suchen, bekommst du vielleicht was dafür. Naja, kennen wir doch. Das ist so, ich sag jetzt einfach nur die Selien-Variante aus Natlan. Aber wir müssen... Warte mal, Topaz, wo bist du? Das ist der Boden, ist genauso wie in der Wildnis. Ha. Ha? Na toll, jetzt sind wir wieder in Dendrodino. Dendrodino. Sind wir ja jetzt hier. Dazu gehört dieses Objekt zu irgendeiner Vorrichtung. Okay. Und ist blockiert. Ach, dafür brauchen wir den Dendrodino.
Gut. Okay, das Graffiti ist jetzt wieder blockiert. Also gut, jetzt müssen wir hier wiederum wieder Phlogiston einführen. Klick, der aktiviert wurde. Stabilize. Ein antiker natlanischer Roboter. What? This is order. Illusion shattered. Solidify. Ha. Ha. Burn. Okay, der ist auf jeden Fall hartnäckig. Ja, lebe wohl, Gefährte. Boah! Diese kleine Kugel sieht aus wie ein Bauteil oder so, gefällt sie dir? Brüll, brüll! So haben wir es nicht ausgerahmt, aber da wir es hier gefunden haben, ist es vielleicht auch etwas wirklich Wertvolles. Fragen wir danach, wenn wir gehen. Ja, wenn wir gehen. Wir bräuchten dafür aber wieder ein Dendrodino. Okay, da drüben kriegen wir einen. Aber eine Sache will ich jetzt mal kurz überprüfen. Wo war denn jetzt Handbuch. Lebewesen. Also, zum einen hatten wir jetzt hier den Dendrodino. Wo zum Henker ist jetzt mein Dendrodino? Das sind hier bloß Meerestiere, Pilzbestien, Teptilisaurier, Felsbrecherklinge.
Irgendein anderer Heini? Noch ein anderer Heini? Gegen die haben wir sowieso gekämpft. Let's Dance. Geheimquellen, Automator und Jägersucher? War der das? Ja, das war er. Aber wo sind jetzt hier die Dinos abgeblieben? Aber gut, der Dendrodino wurde erfolgreich eingesetzt. Und wir können jetzt anscheinend wieder raus. Lecker. Waren wir jetzt... Warte mal, von wo müssen wir jetzt hin? Moment, irgendwie falsch. Moment, wo ist jetzt hier der Ausgang? Hä, wo ist denn jetzt... Warte mal, hier oben? Wie ist es gelaufen? Topas hat das hier gefunden. Brüll! Lass mich mal nachsehen. Obwohl dies nicht selten ist, sieht man nicht oft so ein gut erhaltenes Stück. Sogar die Muster des Phlogistonflusses sind doch deutlich zu erkennen. Gut, ich würde es für 10.000 Mora kaufen, wenn ihr einverstanden seid. Oh, haben wir wirklich ein wertvolles Saurier-Relikt gefunden? Du bist wirklich ein toller kleiner Glückspilz, Topas. Nein, es ist nicht annähernd so wertvoll, wie du zu glauben scheinst. Wenn ihr es zum Hauptquartier des Vereins für Saurier-Relikte bringen würdet, um es schätzen zu lassen, würde ich sagen, dass es höchstens etwa 5.000 Mora wert ist. Pavel fällt dich auf diesen Trick herein. Wenn es wirklich nur 5.000 wert ist, warum bist du dann bereit, 10.000 dafür zu bezahlen? Weil ich die einzigartigen Muster darauf mag. Auch wenn es in den Augen anderer nicht so wertvoll ist, bin ich bereit, ein bisschen mehr dafür zu bezahlen. Man kann mich als exzentrisch bezeichnen, aber man kann auch sagen, dass das einfach die Art eines Sammlers ist. Wenn du es so sagst, kann Paimon es auch verstehen. Und verglichen mit den 300 Mora Eintrittsgeld sind 10.000 schon eine ganze Menge. Und tauschen wir es gegen 10.000 Mora? Brüll, brüll! Topas scheint darüber nicht sehr froh zu sein. Möchte er es für sich behalten? Brüll, brüll! Es sieht so aus, als wolle Topas auch ein Sammler werden. Da Topas es nicht verkaufen will, sollten wir es einfach selbst behalten. Brüll! Ihr scheint Topas mehr zu schätzen als Mora. Natürlich, denn Topas ist unser Freund. Aber wenn wir in Zukunft wieder was Ähnliches finden...
Danke, aber die Leidenschaft eines Sammlers ist so unbeständig wie die Gezeiten. Sie steigt schnell an, kann sich aber ebenso schnell wieder zurückziehen. Vielleicht werde ich in Zukunft von etwas anderem besessen sein, obwohl ich noch nicht sagen kann, was mein neues Interesse sein wird. Brüll, brüll, brüll! Truppa, stimmst du ihr zu? Oh, Paimon hat es verstanden. Das muss der gegenseitige Respekt und das Verständnis zwischen Sammlern sein. Es ist mir eine Ehre, von einem so brillanten jungen Tepetlisaurier anerkannt worden zu sein. Doch auch wenn wir keine Geschäfte machen können, können wir trotzdem Freunde sein. Ihr könnt mich jetzt aufsuchen, wenn ihr über das Sammeln reden wollt. Dann will ich euch nicht länger aufhalten. Viel Glück! Ja, Schätze und Sammler. Ich schätze mal, das war jetzt vielleicht ein klitzekleiner Umweg gewesen. Denn eigentlich wollten wir jetzt zur Statue der Sieben hin. Aber es hätte natürlich auch sein können, dass es ein Artefakt ist, was mit Topaz in Verbindung steht. Zu blöd eigentlich, dass wir jetzt die Stammeschronik von Kinish noch nicht machen können. Die Nachkommen der Baumkrone sind immer näher dran als die Kinder der Quellen. Den Edelmütigen steht die Welt offen. Wieso haben die eigentlich den Text abgeändert? Tempel der Vorfahren. Irgendwie habe ich so das ungute Gefühl, dass da drüben irgendwas noch los sein könnte. Okay, und es gäbe anscheinend wirklich noch einige Stammeschroniken-Sachen hier. Aber das nächste Ziel, das wir haben, ist auf jeden Fall das da drüben. Tja, auch wenn das nicht sehr viel bringt, probieren wir es hier auch nochmal. Keine Möglichkeit, mit der Pyrokraft in Einklang zu treten. Naja, wir haben es versucht. So oder so, im nächsten Part müssen wir das auch nochmal versuchen, irgendwie jetzt zu den Quellen zu gelangen. Tja, Heimat der heißen Quellen. So, das müssen wir jetzt ja eigentlich auch nochmal machen. Aber so oder so, im nächsten Part setzen wir jetzt erstmal unseren Weg zu den Quellen fort. Mit der Kraft der Saurier dieses Gebietes hier dürfte es auch kein so großes Problem werden. Gehe ich mal von aus. Und damit sage ich jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.